Ihr wollt wissen, wo die ganzen Raffinerien jetzt herkommen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich, der clevere Profi-YouTuber, hab schön hier eine große Platte gebaut, hab das alles wunderbar aufgenommen und hatte die falsche Source. Übrigens habe ich auch 30 Raffinerien für Kupfer hingesetzt. Und da hinten 3 Assembler für Fabrikatoren, für diese Kupfergehäuse, Aluminiumgehäuse. Ja, ich hatte jetzt gerade die Wahl. Mache ich es nochmal? Oder sage ich, komm, wisst ihr was? Ich habe das hier verkackt. Ich erzähle euch das eben und gut ist. Ich habe mich für letzteres entschieden. So, wir müssen hier irgendwie Zeug drauf legen. Also, ich brauche hier 12 weitere Raffinerien für Kupfer. Also in dem Fall Kupferbleche. Und dann nochmal 12 für, da passen sie nicht hin. Ich glaube, hier passen auch keine 12 mehr hin. Weitere 12 für, wie heißt das Kram hier? Gatherium. Ich würde jetzt einfach hingehen. Hier hinten an der Ecke. Den Spaß. Du kannst weg. Aufstocken. Und Beton hoch. Erst Beton. Da ist Beton. Okay. Das Gute ist, ich habe, mal abgesehen von den verstärkten Eisenplatten, alles schon hier drin. Die würde ich sogar noch hier reinkriegen, wenn ich wollte, aber furchtbar. Erstmal. So, 2 hoch. Jetzt ziehen wir uns. Muss gesucht werden. Das ist ein Langsam wird dann der Bahnhof eingezimmert. Da müssen wir jetzt mal gucken gleich. Ich kann mal noch. Ja. Ja, da ist es. Hier sollte genug Platz sein für die Raffinerie. Ist die Frage, wie wir es am besten machen. Ich brauche 12 für die Kupferbleche und ich brauche 12 für Katerium. Ich glaube, Katerium setze ich hier hin.
Noch mal einmal. Wenn ich so rummache, den einen freilasse und hier ab Mitte anfange. Und dann dahin drehe. Ziehen wir einfach rein, die eine Reihe mit hin, wo gut ist. Ja. Dann wird das hier alles etwas breiter. Kein Problem. So. Okay, das hätten wir. Das wird hier Kasserie. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fast nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die hier war zu viel, ich brauch's noch. Okay, mach das. So. Wie machen wir das hier? Machen wir hier nach außen hin. Also genau umgekehrt. Ja, so. Dann gucken wir mal. Dann hier oben setzen. Zwei. Drei. Sechs. Ich krieg den nicht auf die Ebene gesnappt. Okay, dann machen wir es anders. Wir gehen wieder hier hin. Ah, doch, ich dahin. Eins. Drei. Ja. Fünf. Sechs. Sehr gut. Hier kommt Kupfer raus. Hier kommt das andere Zeug raus. Okay. Das ist platztechnisch knapp, aber passend. So. Hier oben. Müssen wir nur gucken, dass ich. Quatsch, Logistik ist da. Splitter. Splitter müssen in die Mitte. So. Falsch. Das ist perfekt. Ich lasse das einfach da mitten durchlaufen. Dann hoffe ich, dass ich noch das Wasser angeschlossen kriege.
Weil das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Probieren wir eben aus. Was wäre denn, wenn ich das Wasser von unten kommen lasse? Hier unten durch. Muss mir da noch was bringen. Ja, okay. Auch das kriegen wir hin. Ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn man Wasser von unten. Also, dass es besser ist, wenn Wasser von oben kommt. Oder Flüssigkeiten allgemein. Aber vielleicht können wir hier ein bisschen umtricksen und kommen damit durch. So, dann hätten wir das. Ärgerlich, dass ich gerade nicht aufgepasst habe und nicht gesehen habe, dass ich so eine wunderschöne Tonspur habe. Wunderschön ist relativ. Aber keine. Kein Bild. Egal. Aber wenn es euch grundsätzlich gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf dieses kleine Abo-Knöpfchen drücken würdet. Würde mir extrem helfen. Ja. Echt jetzt? Also bitte einmal abonnieren. Hilft mir, kostet euch nichts. Echt toll. Danke. So, damit hätten wir das drin. Ich probiere das mal eben anders zu. Wenn ich hier in hier. Und wie gesagt, zum Ausprobieren, also reißen wir eh gleich wieder ab. Leitung dazwischen. Ja, spannend ist ja da auch ein Atemfall. Und dann. Hey, es geht sogar. Ich werde. Damit habe ich. Also, ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Das heißt, wir können Wasser einfach hier oben drüber langlegen. Hier mit hoch. Das heißt, ich muss nur hier vorne irgendwie den Pimmel hingesetzt kriegen. Was nicht so leicht ist, wenn ich hier keinen Strom habe. Stell mich jetzt genau hier hin. Und dann ist halt extrem. Ja, da. Eine Ritze. Wie viel Wasser brauche ich denn bei dem Zeug? 22,5 Wasser mal 12. Ja. 22,5 mal. Nee, nicht minus. Mal 12. 270. Easy. Vielleicht eine 300er Leitung. Vielleicht noch nicht was dicke hier. Dann machen wir halt auch so. Dann brauche ich das auch nicht abreißen. Sondern im Gegenteil. Ich mache das jetzt direkt fertig.
Dann sind die Anschlüsse nämlich schon mal da. Aber der nicht. Bam, dran. Ist doch egal. Egal. Denken wir jetzt einfach nicht. Ah. So, das da rein. Dahin und du dahin. So, das hätten wir. Da vorne kommt dann das ganze Wasser. Wir können das sogar links, rechts Wasser langlegen und dann kommt ja, weil wir müssen ja auch das Zeug reinfahren hier unten. Und dann kommt der Spaß hier an der Seite hoch und geht hier gemeinsam rein. Das ist ja noch viel besser. Weil dann nutzen wir die Leitung, die wir sowieso brauchen. Eventuell müssen wir zwei übereinander packen, aber das ist ja nicht so ein, Ding. So, hier ähnlich. Theoretisch auch das Wasser, das wir von da. Wie viel Wasser brauchen wir hier? Ja. Ich muss gestehen, das gefällt mir. Wir haben die Möglichkeit, dann das Wasser sogar von hier zu nehmen und einfach in die Richtung reinzuführen. Das heißt, eine 600er brauche ich hier für die beiden Dinger. Steht denn hier? 252,4. Achso, wir haben 270, glaube ich, ausgerechnet. Bei dem anderen jetzt 288. Da sollen wir 265 brauchen. Also das passt perfekt. Machen wir da. Selbst da hätte das geklappt, da waren 290. Okay. Dann gehen wir mal hin. Und setzen überall das Rezept rein. Und zwar bei... Nee, bei dir. Du machst nur... 21,8. Okay. 160 bis 92 sind 252,4. So, das ist sowieso schon mal. Eigentlich müsste hier irgendwas gemacht hier stehen. Aber das kann es nicht sein.
Ja, das war so. Okay. Kriterium. Hier. Echt jetzt? Nee, egal. Macht nichts. Dann haben wir sämtliche Raffinerien stehen. Ja, ist doch schon mal gut. Ich setze jetzt nochmal hier die Merger hin. Oh, hier habe ich mich einen versetzt, aber das macht nichts. Sieht zwar nicht schön aus, aber ich habe ja Gott sei Dank kein Wasser oder keine Flüssigkeit, die hier rauskommt. Ja, ja, alles gut. Aber immerhin, ihr habt euch eine Folge Raffinerien bauen erspart. Ja. Eine andere mit denen bekommen. Leben ist hart. So, was hätten wir? Dann haben wir hier schon mal die ganzen Dinge abgehen. Wir müssen dann gleich eigentlich ein. Also drei Bänder hier rauskriegen aus dem Ganzen. Ich glaube, ich mache die Verbarren einfach als Überlauf. Da ist auch drin. Wahnsinn. Ja. Aber, also, hier kommt Kupfer raus. Ich setze mir das mal. Da. Dann. Damit hätten wir das und können damit hier hingehen. Und du kommst dorthin. Das einzige Problem, was ich habe, ich muss jetzt diese hier irgendwie mit der mittleren hier verheiraten. Seltsam gemacht haben, aber mein Gott, kriegen wir das jetzt mal. So,
hier rein. Damit ich über das Ohr komme, dass ich ihn da setze. Ist nicht schief. Egal. So, dann habe ich alles hier drauf. Passt. Ziehen wir noch. Oh Mann, das ist faszinierend. Die Bänder links, rechts, unten. Nicht gesehen. Wunderbar. Okay. Wasser legen wir hier hinter lang. Das heißt, der ganze Spaß wird um ein verlängert. Da kommt auch wieder unser schönes Autosave. Ich würde da auch die Gelegenheit nutzen, Autosave, das kommt nämlich gerade ziemlich passend, zu sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen kommt sofort, wenn das Autosave fertig ist. Dann machen wir auch Käffchen. Käffchen. Tschüss.